das nicht selbst zu sagen, sondern brauche ich nur den Richter sprechen zu lassen. Und er hat gesagt, der steht auch im Urteil drin, der Schneider hat zu dem gestanden, was er getan hat. Und das habe ich auch immer und öffentlich auch gesagt, es ist so. Es wurde ja auch nachgewiesen, also wie schwer ist das dann? Aber ja, so einfach ist es nicht. Ein Wirtschaftsprozess ist etwas ganz Kompliziertes. Und es ist deshalb so leicht gegangen, weil ich von Anfang an, das hat auch der Richter ausdrücklich und steht im Urteil drin, gesagt hat, der Schneider hat mitgeholfen und hat sofort mitgewirkt. Damit die Strafe sinkt, macht man das als kluger Angeklagter. Jetzt bitte die Leute jetzt auch nicht für dumm halten. Aber hören Sie mal her, das können Sie mir nicht unterstellen. Ich kann das, was ich sage, beweisen durch das Urteil. Und da interpretieren Sie jetzt etwas Hässliches in mir, was einfach nicht wahr ist. Kluges Verhalten eines Angeklagten ist zu kooperieren, damit die Strafe weniger wird, das weiß jeder. Wir sind schwer menschlich. Aber ich würde gerne die Sache mit der Gier, das mit dem Mediamarkt, ich weiß es nicht mehr genau, das werden Sie besser wissen. Mhm. Irgendwie weiß ich, dass die in Berlin, und das war wirklich eine grottenarme Stadt, noch eine Aktion gemacht hatten, die ersten 100 oder die ersten 1000 Sachen sind umsonst. Die haben die Leute richtig angeheizt, dann hinterher zu jaulen. Vor allen Dingen Laptoppreise, die wirklich spektakulär waren, ja, und war eine Nachtaktion. Auch, ja, Nachtaktion, und dann kamen noch andere Sachen dazu, dass man in einer so armen Stadt die Leute wirklich dann in dem Moment zur Weißglut treibt, finde ich nicht gerecht verglichen mit Betrügereien wie von irgendwem oder legaler Ausbeutung oder anderen Verhältnissen. Aber mit der Gier, klar, also weil Herr Krasnitzers Frage von vorhin ist ja noch im Raum, sind wir alle gierig? Also Menschen sind irgendwie auch gierig, nicht alles ist schlecht. Sexuelle Gier kann großen Spaß machen, ist nichts Böses. Neugier, wurde vorhin schon gesagt, ist was ganz Notwendiges für bestimmte Berufe. Wissbegier leide ich schrecklich drunter, und ich bin auch ganz gierig, dass auf Veranstaltungen wie am Freitag jetzt in Hamburg viele Leute zu meiner Lesung kommen. Wenn wir gerade die Gier rundherum abfragen, frage ich Herrn Henkel Ihr Buch, die Abwracker. Wo steht das auf der Spiegel-Bestsellerliste? Das steht auf Platz Nummer 6. Im Moment. Ja. Wo stand es letzte Woche? Auch auf 6. Nein, auf 7. Ich habe nachgeguckt. Da haben Sie sich falsch. Ja, stimmt. Es hat sich ein Platz nach oben entwickelt. Ja, ich hoffe, nach dieser Sendung geht es dann auf Platz 5. Ich frage Sie deswegen. Ich bin eben auch gierig nach Auflage. Genau, Sie haben nach Quote gefragt. Ich frage Sie nach Auflage. Ist das Ihre Teil von Gier, wahrgenommen zu werden? Sicher, denn ich versuche ja nun seit vielen Jahren am Ausbildungsdialog in Deutschland teilzunehmen und auch Aufklärung zu leisten. Und das kann man nur dann, wenn man wahrgenommen wird. Sie haben völlig recht, das ist auch ein Teil von Gier. Wenn wir jetzt diese Runde mal durchgehen. Ich habe auch noch eine andere. Moment. Herr Wedel bittet gerade darum. Er sagt, Gitti, du musst noch ein bisschen warten. Er bittet gerade darum. Wir reden über verschiedene Formen dafür. Es tut mir leid, Herr Kassner, weil Sie wollen natürlich über Systemänderungen sprechen. Wir reden über die menschliche Grundeigenschaft der Gier. Da haben wir die Auflage. Sie sagen, war toll, vor 300 Leuten zu lesen. Und schauen Sie mal, Herr Wedel hat rechtzeitig zum Film ein Buch rausgebracht. Und da frage ich mich auch, was treibt ihn? Welche Gier ist das? Vom schönen Schein und wirklichen Leben. So heißt die Autobiografie unseres Gastes Dieter Wedel. Der Regisseur beschreibt darin unter anderem seine zahlreichen Affären mit bekannten Schauspielerinnen, etwa bei den Arbeiten zu einem TV-Mehrteiler Anfang der 70er Jahre. Die spätere Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff spielte damals eine größere Rolle. Wedel schreibt: Schlaflose Nächte lassen sich in zärtlicher Umarmung besser überstehen. Damals versuchten die beiden Hauptdarstellerinnen abwechselnd, mich über die schlaflosen Nachtstunden hinweg zu trösten. Was war Ihr Motiv? Gier nach Aufmerksamkeit oder nur männlicher Stolz? Nein, also in dem Fall habe ich nun wirklich nur erzählt, was schon damals immer bekannt war und auch in Zeitungen stand. Na, man muss es ja nicht jetzt erzählen. Auch Sie sind nicht gezwungen worden, ebenso wenig wie Herr Schneider aufs Schloss zu ziehen. Das gehört zu meinem Leben. Also von 600 Seiten sind 550 über das Medium Fernsehen, über die Veränderungen dieses Mediums, über Begegnungen mit großen Schauspielern, über die Auseinandersetzung mit Stoffen. Kennen Sie den Begriff Sex Sells? Wegen dieser anderen 50 Seiten wird das Buch gekauft. Wegen der anderen, genau. Und die werden auch, das ist das Geschäft, das muss man hinnehmen. Und natürlich gehören Beziehungen natürlich auch zu meinem Leben. Also warum soll ich sie verschweigen? Ich schäme mich da auch nicht. Und es stand in den Zeitungen, wir sind alle noch befreundet. Also
Das aber haben Sie denn, darf ich mal fragen, haben Sie Ihre Partnerin vorher gefragt? Nein, offensichtlich nicht. Mit einigen habe ich gesprochen. Eine klagt. Also ja. So glücklich kann sie nicht sein, dass sie erwähnt. Da kann ich mich noch nicht so äußern. Sie sehen ja heute mein Hobby, immer auf Gier zurückzukommen. Über gierige Manager sagt man oft, sie nehmen sich das, was sie wollen. Sie nehmen sich das einfach. Haben Sie früher auch Frauen einfach auch, wahrscheinlich, ich stelle mir das so in der Filmbranche vor, auch mitgenommen als Trophäen und hat das Ihre männliche Macht gestärkt am Set? Also Sie haben eine völlig falsche Vorstellung von einem Regisseur. Ich habe 17 Semester erfolglos Theaterwissenschaft studiert. Das wird's gewesen. Ist einer, der mitgespielt hat bei mir. Nein, wenn Sie 15 Stunden am Tag drehen, dann haben Sie gar nicht mehr so viel Kraft, um irgendwelche Frauen noch abzuschleppen. Das war ich auch. Mit diesem Geständnis möchte ich Sie dann aus dieser Rolle auch entlassen. Mir ging es nur darum, mal zu zeigen, wie jeder seine privaten Hobbys auch pflegt und auch wahrgenommen werden will. Ob man es gier nennt oder nicht, ist die andere Frage. Jetzt endlich, wie versprochen, Brigitte Büscher. Du hast dich amüsiert. Ich habe mich amüsiert und ich habe die ganze Zeit den Satz von Frau Jasper auf Dresden auf meiner Karte gehabt, den der passte sehr schön dazu, einfach zu sagen, wie gierig sind wir denn alle, wie gierig bist du, wie gierig bin ich. Und Frau Jasper erinnert nochmal an den schönen Satz, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Wer würde sich denn nicht bereichern, wenn sich ihm die Möglichkeit dazu bieten würde? Das machen ganz viele Zuschauer, einfach mal für sich in sich reinzuhorchen und zu fragen, wo hat sich denn die Gier im alltäglichen Leben so versteckt? Und ein Zuschauer hat uns geschrieben, dass sie doch vielleicht schon bei der Steuererklärung anfängt, wenn man bei der Kilometerpauschale einfach ein paar Kilometer dazuschummelt, um vielleicht besser aus dem Rennen zu gehen. Es kann aber auch ein Unternehmen sein, das vielleicht einfach Angestellte entlässt. Herr Müller aus Flensburg hat uns angerufen und die Geschichte erzählt. Es ist ein Unternehmen der evangelischen Kirche. Es hat 50% der Angestellten entlassen, um billigere Arbeitskräfte einzustellen. Und Herr Müller sagt, auch das sei für ihn eine Form, wenn es da um Kosteneinsparungen geht, auch das ist eine Form von Gier. Trotzdem merke ich oder merken wir am Telefon, dass es ganz schwer ist für unsere Zuschauer, so eine Grenze zu ziehen. Wo hört vielleicht gesunder Egoismus auf und wo fängt die Gier an? Und Frau Kasper aus Bonn macht das ganz deutlich. Sie hat uns angerufen und sagt, wann bin ich denn gierig? Bin ich gierig, wenn ich an der Börse spekuliere, Gewinne einfahre und weitermache? Gibt es eine Summe XY, bei der man von gierig und habgierig spricht? Wer legt das eigentlich fest? Wir haben noch einen Zuschauer, der hat uns einen Fax geschickt. Auch sowas gibt es tatsächlich noch. Herr Bruno aus Hannover, er fragt sich auch, da geht es auch um Bankgeschäfte, auf welcher Seite liegt die Schuld? Er fragt, war ich gierig, dass ich Anlagen mit 5 und 8,5% Rendite gekauft habe und nun einen Verlust von ca. 150.000 Euro trage? Oder hat man mich arglistig getäuscht und betrogen, um Boni zu bekommen und Verluste der Bank zu minimieren? Ganz spannenden Seitenblick auf die Politik von Herrn Uhlenbrock. Er sagt, die Schlammschlacht, die momentan unter den Parteien beginnt, ist doch das beste Beispiel für Gier. Da wirft die eine Partei der anderen Parteispenden vor und hätte sie doch am liebsten selbst. Woher kommt die Gier? Auch das ist eine ganz wichtige Frage für unsere Zuschauer. 57 Jahre alt, ein Mann, der ins Internet Gästebuch geschrieben hat, wir sind doch alle mitschuld. Wir bewundern Erfolgreiche, wobei wir Erfolg daran messen, wie hoch das Jahreseinkommen ist und nicht aufgrund welcher Leistung diese erzielt worden ist. Der erfolgreiche Banker hat ein weitaus höheres Ansehen als die genauso fleißige und engagierte Nachtschwester. Was kann man tun gegen Gier? Auch das eine Frage. Auch da nochmal ein aktueller Blick in die Welt. Vielleicht muss es eine Naturkatastrophe sein, die uns wieder teilen und abgeben lernen lässt, fragt ein Zuschauer. Und als letzte Stimme noch Herr Flade, er hat uns ins Internet geschrieben, er sagt, vielleicht muss es auch ganz früh anfangen. Ich halte Gier für einen Mangel an Erziehung. Ein Kind kommt gierig auf die Welt. Es schreit so lange, bis es bekommt, was es will und ist zunächst auch nicht bereit zu teilen. Erst durch die Erziehung muss es dieses lernen. Das ist ein interessanter Aspekt. Ja, so, da haben Sie eigentlich sowas auch mal mit Kindern gemacht, ob Kinder wirklich gierig auf die Welt kommen. Ja, das Teilen fängt erst etwas später an. Das passt zu dieser Publikumsmeldung, denke ich persönlich. Also so Fairness nimmt im Laufe von, also im Alter von 6, 7 Jahren werden faire Verteilungen sehr viel ausgeprägter als wie davor, für 3, 4 Jahren. Danke für die Ergänzung, danke Brigitte Büscher. Ich möchte zum Schluss noch über einen Aspekt der Gier sprechen, den diese Runde mir auch, ich glaube, Sie waren es, Herr Henkel, an den Kopf geworfen hat, nach dem Motto, Gier ist in dem Wort Neugier auch schon drin und Neugier ist ja eine journalistische Tugend. Wer war das? Wer hat das gesagt? Herr Wedel. Herr Wedel, was? Ja, genau, Entschuldigung. Also, Neugier, das ist eine journalistische Tugend, aber es ist auch eine Tugend, die wir Deutsche ganz besonders pflegen, wenn es darum geht, was mag wohl der Nachbar verdienen? Was mag
wohl der Herr Wedel verdienen oder der Herr Henkel oder der Moderator oder wie auch immer. Ein großes Hobby in Deutschland ist, einfach mal rauszukriegen, was denn der Nachbar verdient. Man selbst redet nicht so gerne über sein Geld. Das sieht man daran, wie erfolgreich Zeitungen und Zeitschriften sind, die solche Gehaltstabellen veröffentlichen. In Norwegen, da könnte man mit solchen Gehaltstabellen keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken. Da kann man nämlich ganz offiziell gucken, was jemand in der Straße verdient. Das wäre das Paradies für uns neugierige Deutsche. Auch ein Aspekt der Gier. Schauen Sie sich das mal an, wie das geht. Wer verdient was? Das verrät der Stern in seinem Gehaltscheck Anfang des Jahres. Solche Gehaltslisten auf dem Titel verkaufen sich immer wieder gut, sagen die Macher des Stern. Während die Deutschen nicht gern über ihr eigenes Gehalt reden, interessiert sie das von anderen umso mehr. Die Norweger sind da sehr viel entspannter. Wir haben eine durchschnittliche Wohngegend im norwegischen Stavanger fotografiert. Im Haus Nummer 6 wohnt Grete Mangeroy. Sie verdient umgerechnet gut 18.600 Euro im Jahr. Außerdem wohnt dort Rune Jönsberg. Sein Einkommen liegt bei umgerechnet 34.800 Euro. Damit liegt er über dem Durchschnittsverdienst der Nachbarn im Viertel. Direkt gegenüber im Haus Nummer 7 wohnen Vera und Christian Sommer. Sie verdienen zusammen umgerechnet 85.800 Euro. Ein paar Meter weiter an der Straßenecke, in diesem Haus wohnt Joar Förre. Sein Einkommen liegt bei umgerechnet 60.300 Euro. Sie fragen sich jetzt bestimmt, woher wir das wissen. Es genügt ein Blick ins Internet. In der Steuerstatistik ist jeder Bürger aufgelistet, mitsamt Einkommen, natürlich in norwegischen Kronen. Hier kann man im Internet sehen, was der Nachbar verdient. Die Statistik verrät einem gleichzeitig auch, ob er damit über oder unter dem Ortsdurchschnitt liegt und wer die 10 reichsten Bewohner des Viertels sind. Funktioniert so in Norwegen, Herr Henkel? Wäre das ein Mittel gegen die Neid- und Giergesellschaft, die bei uns immer beklagt wird? Auch ich kann mir das durchaus vorstellen, denn seitdem wir zum Beispiel in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet sind, auch die Vorstandsgehälter zu veröffentlichen, seitdem ist auch nach meiner Beobachtung ein gewisser Wettlauf entstanden. Und das ist einer der Gründe, warum die Vorstandsgehälter in den letzten Jahren in Deutschland stärker gestiegen sind als vorher. Also auch die Mitarbeiter übrigens fragen, denn wenn sie in einem Unternehmen sind, nehmen wir mal an, das ist das DAX-Unternehmen Nummer 1 und der Chef verdient am schlechtesten, dann hat der Mitarbeiter das Gefühl, mein Chef ist nicht richtig bezahlt. Ich überlege gerade diese, auch, Frau Lindfurt weint. Wir müssen, ja, das ist, diesen Zusammenhang gibt es. Wenn jetzt aber die gesamte Gesellschaft, wie zum Beispiel in Norwegen, dazu erzogen wäre, diese Gehälter, die man im Jahr verdient, zu veröffentlichen, über die Zeitachse, dann würde ich sagen, ist das ein durchaus gesunder Prozess. Würden Sie nachgucken, was der Henkel verdient, Frau Dittwort? Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Schlussrunde bei Hart, aber fair. Stellen Sie sich vor, die Fantasie gefragt, Sie erben über Nacht eine Privatbank. Über Nacht, Sie kriegen einen Anruf, haben eine Privatbank geerbt, die Sie jetzt auch führen müssen. Der Ablasser hat aber offenbar Bedenken, dass Sie das alleine können. Und deswegen dürfen Sie sich laut Testament einen Ratgeber hier aus der Runde aussuchen. Wen aus dieser Runde, wir fangen mit Ihnen an, Herr Henkel, wen aus dieser Runde suchen Sie sich aus, um mit dem zusammen die Privatbank zu führen? Sie. Ich stehe nicht zur Verfügung. Das ist die Runde, die endet hier. Ach so, ich will Ihnen auch gerne sagen, warum. Nee, ich möchte es gar nicht wissen. Die Runde endet hier. Sie würden dann für das Image der Banken vielleicht ein bisschen mehr tun als in dieser Sendung. Aber ich würde Herrn Professor Sutter nehmen. Okay, Begründung sparen wir uns, ist klar. Wen nehmen Sie? Ich würde die ganze Sache in Frage stellen, die kann so nicht stattfinden. Ist Fantasie gefragt? Ja eben, ich habe gerade Fantasie. Okay. Ich würde den Wahltiroler Herrn Krasnitzer nehmen. Warum? Ja, weil ich auch Wahltiroler bin. Gut, das wird eine Landesbank. Herr Schneider, wir nehmen Sie... Verkaufen wir Ihre Landesbanken ja auch anständig. An blöde Bayern, genau. Ja. Wen nehmen Sie als Ratgeber? Gar keinen, ich nehme eine Ehefrau, die ist Schwäbin und sparsam. Herr Wedel, wen würden Sie nehmen? Ich nehme auch Krasnitzer, weil ich mit dem am nettesten mich unterhalten kann. Das weiß ich von Dreharbeiten. Wen nehmen Sie, Herr Krasnitzer? Herrn Henke, weil er am meisten Ahnung hat. Da kommt am meisten bei raus, glaubt Herr Krasnitzer. Danke für diese Schlussrunde. Und wir gehen ganz schnell nach Hamburg. Und da ist gleich Tom Buro dran mit den Tagesthemen. Worüber werden Sie berichten gleich? Ja, Frank Plasberg, auf dem Münchner Flughafen, da herrschte heute Nachmittag richtiges Chaos. Ein Laptop hatte bei den Sicherheitskontrollen Alarm ausgelöst. Sofort sperrten Polizisten alles ab.
Ja, der Mann mit dem Computer, der bleibt weiter verschwunden. Der letzte Stand, den bringen wir jetzt sofort im Anschluss. Das gleich in den Tagesthemen mit Tom Buru. Danke an diese Runde. Morgen Abend, zweiter Teil, 20.15 Uhr, der Film Gier von Dieter Wedel. Danke an Sie hier im Studio. Und wenn Sie Informationen noch haben wollen und wenn Sie Fakten nachprüfen wollen, wir tun das auch mit ausgewählten Fakten, www.hart-aber-fair. Nächste Woche wieder 9:45 Uhr. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Tschüss.